Gerade wenn man sich jetzt auch noch anschaut, dass es im Rest der Welt ja auch scheinbar funktioniert, in genug Ländern legal Cannabis abzugeben, ohne dass Sodom und Gomorra entsteht. Das ist ja schon ein Argument, oder? Es ist eine absolute Einzelmeinung und wenn ich die Mehrheit in unserer Bevölkerung frage, dann wird die mit Sicherheit auch sagen, Cannabis als Medizin ja, Cannabis in just for fun nein. Cannabiskonsumenten sinken. Es verschwindet total viele Steuergelder, die man in die Aufklärung, in die Prävention stecken könnte. Du warst ein Polizist. Ich habe mit ganz vielen Polizisten geredet. Und ich habe mit keinem Polizisten bisher gesprochen, der zu mir gesagt hat, wir wollen das nicht mehr leisten, wir können das nicht mehr leisten. Gut, aber es gibt ja auch Polizeigewerkschaften, die sich darüber beschweren. Es gibt die Strafrechtsprofessoren des Schildauer Kreis, der sagt, dass die Drogen wirklich gescheitert ist. Wahnsinnig viel Arbeit, die wenig bringt, sagen wir. Und ich sage, die Regeln müssen sein. Und die Strafrechtsprofessoren haben das Strafrecht im Blick. Ich habe die Gesundheit im Blick. Dieser ganze Schwarzmarkt ist nicht schön. Hinterherlaufen und für mich ist das so ein Lifestyle und Zeitgeist gewesen.